Felgenfest 2009. Sind Sie zum ersten Mal dabei heute? Das stimmt, ich bin das erste Mal dabei. Woher wussten Sie das? Tja, und das ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass Sie heute auf den Drahtesel gestiegen sind, was ich Ihrem Outfit entnehmen kann. Danke. Machen Sie das irgendwie öfters, hobbymäßig, oder wie muss man sich das vorstellen? Wir sind jedes Mal, wenn das Wetter es erlaubt, sind wir auf dem Fahrrad. Heute erlaubt es normalerweise nicht, aber wir sind trotzdem drauf, weil wir einfach diesen Weg mal abfahren wollten. Und wie läuft das, wenn Sie jetzt, also wenn ich jetzt Interesse an so einem Rad habe, werden die dann individuell angepasst oder auf meine Bedürfnisse dann im Prinzip zugeschnitten? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn Sie jetzt zu mir kämen und ich nehme an, dass Sie einigermaßen gesund sind, körperlich, und könnte ich Ihnen zum Beispiel ein Fahrrad nach Maß anbieten. Also Ihre Beinlänge, Oberkörperlänge, die Muskulatur und alles, was eine Rolle spielt, befunden und vermessen. Und dann würden Sie ein Fahrrad nach Maß bekommen mit allen Komponenten, die für Ihren Anwendungszweck geeignet sind. Mein Name ist Klaus Wirth, bin Mitglied im ADFC in Hameln und bin für die Technik beim ADFC zuständig und kodiere jetzt hier Fahrräder. Das heißt, der Code setzt sich folgendermaßen zusammen. Wir haben für Hameln das HM, dann haben wir einen Straßencode, der hat 3 Ziffern. Dann haben wir die Hausnummer und die Anfangsinitialen. Mhm. Und somit können wir das Fahrrad jederzeit, kann die Polizei das identifizieren. Dann geben wir halt Informationen rund um die Wasserqualität. Und das sind so der Schwerpunkt, den wir heute wieder bei dem Felgenfest anbieten wollen. Ja, wie gesagt, wir sind von Anfang an dabei, denn ich finde, es ist einfach toll, die Radfahrer kommen an unserem Haus vorbei. Und so hat sich das im Laufe der Jahre so entwickelt und bis zu dem Jahr großen Freizeitmarkt, den wir seit letztem Jahr anbieten. Und ich muss sagen, auch in diesem Jahr freut es uns, trotz der widrigen Wetterverhältnisse, dass wieder so viele Besucher auf unser Gelände die Hafenstraße gekommen sind oder noch kommen werden. Ja, gut. Vielen Dank, Frau Mehren. Gerne. Pedelecs und Elektrofahrräder, die sieht man jetzt hier. Hier sieht man zum Beispiel ein C-Modell, ein City-Modell, das bis 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, Tretunterstützung hat. Und hier sieht man ein S-Modell, das bis 45 Kilometer pro Stunde Tretunterstützung hat. Das heißt, wenn Sie treten, werden Sie beim Treten, dass uns eine Sensorik drin bis 45 Kilometer pro Stunde unterstützt. Entweder, je nachdem, wie Sie das einstellen, 25, 50 oder 150%. Das ist zum Beispiel 150%, kommen Sie dazu. Ja, mein Job ist hier im Allgemeinen, dass ich darauf zu achten habe, dass die Fahrradfahrer sicher ihren Weg finden und dass keine Kraftfahrzeuge in die Spuren der Fahrradfahrer kommen. Also das ist das Wichtige, weil auf einer Spur läuft ja noch der Fahrzeugverkehr allgemein und auf der anderen Spur der Radverkehr. Und das soll sich natürlich nicht mischen, weil sonst die Radfahrer gefährdet werden.